Hallo und herzlich willkommen zurück hier. Zurück bei Let's Play Risen 2. Was macht ihr denn da? Ja, das sind die Wasserträger. Okay, Dolche kann man einfach werfen. Ich glaube, das würde ich lieber als eine Pistole haben. Miles? Hast du vielleicht Rick hier vorbeikommen sehen? Hä? Rick, den Lagermeister, hast du ihn gesehen? Du bist manchmal ziemlich ungemütlich. Weißt du das? Oh. Warte mal. Doch, ich habe ihn gesehen. Er ist im Pfad in den Schugel gefolgt. So ziemlich gerade auf die Felswand zu. Haselte was vom Fluss. Okay, Fluss. Jaffa, mein Freund, komm mit. Ich weiß doch nicht, wie oft ich den fragen soll, ob er was dabei hat, keine Ahnung. Kenne ich mich ja noch gar nicht mit aus mit diesem Feature. Habt ihr noch was? Such dir wen anderen zum Reden. Hast du keinen anderen, den du vollquatschen kannst? Es tut mir leid, ich rede ja schon gar nicht mehr mit euch. Das macht doch ganz netten Schaden. Irgendwie habe ich so ein Dolch lieber als, eine Pistole. Gib mir alles, was du gesammelt hast. Jip, jip. Sammelt er für mich ein, was die Gegner dabei haben? Ach, Moment, er ist doch in meiner Crew, oder? Jaffa, blinder besiegte Gegner, ist auf der großen Reise, um seinen Aurigulki zu finden. Er ist äußerst neugierig und ein talentierter Dieb. Und Eldrick stammt von der Insel Faranga, versucht das Wesen der Magie zu ergründen. Ja, dann plündere ich meine Gegner mal gar nicht mehr. Ich meine, das Feature habe ich jetzt, dass er das gemacht. Dann soll er das auch tun. Aber kämpfen scheint er nicht zu tun. Oder nur im Notfall. Okay, und schon ist er geplündert. Ich weiß nicht, welche Felswand er gemeint hat, aber ich weiß, wo der Fluss ist. Von daher gehe ich erstmal dahin. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt einfach hoch ist zum Wasserfall. Also, ich kann es mir nicht vorstellen von seinen Ideen her, obwohl da war ja ein Schatz vergraben, oder? Hatte ich ihn über den Schatz berichtet? Ich weiß es nicht mehr. Von irgendeinem Schatz habe ich ihm erzählt. Ihr könnt es mir mal storytechnisch oder questtechnisch vorstellen, dass wir jetzt dann so dahin kommen. Ich habe halt Angst, dass Jafar was auslässt mal. Ich weiß nicht, wie zuverlässig das ist. Aber ich denke mal, das ist schon sehr zuverlässig. Ich meine, man muss sich auch drauf verlassen. Das ist der einzige Nutzen des ganzen Charakters. Dann haben sie sich da bestimmt auch Mühe gegeben und darum vertraue ich jetzt einfach mal drauf. Oder behauptet zumindest, es zu tun. Ist mein kleiner Rick hier oben? Da oben ist auf jeden Fall ein Gegner. Tada! Rick! Die Tür scheint auch noch geschlossen. Ich brauche das Losungswort. Ist da irgendwas anderes noch? Hä? Ach nein, das war einfach nur das Tor. Gib mir alles, was du gesammelt hast. Jip, jip. Schon was Besonderes gefunden? Piraten sind gute Sammler. Haben das Beste auf Antigua schon geplündert. Kann gut sein. Trotzdem weitersuchen. Vielleicht Jaffa hat Glück. Okay, hier oben ist Rick nicht. Das macht mich noch unsicherer, wie ich denn nun an diesem Tor da oben vorbeikommen soll. Und ich glaube, ich gehe jetzt mal hier lang. Das macht uns ein bisschen Schaden, aber wir haben genug Proviant. Hauptsache Jafar schafft es irgendwie. Keine Ahnung, wo Jafar ist. Ich nehme an, er nimmt jetzt den normalen Weg.
Das könnte ja schon gut eine Weile dauern. Ach, da ist Rick. Okay, neben dem Wasserfall. Hallo, Freund. Oh, beim alten Stotterbart. Endlich ein Mensch. Ich dachte, ich würde hier elendig verhungern. Oder noch schlimmer, gefressen. Gut, dich zu sehen. Du sagst es, Mann. Ich bin schon seit Tagen hier und kann froh sein, dass ich noch lebe. Warst du eigentlich schon mal nachts allein im Dschungel? Naja. Es ist fürchterlich, sag ich dir. Du holst mich doch hier raus, oder? Was wolltest du eigentlich im Dschungel? Ich wollte einen von Antiguas Schätzen heben. Aber dann kamen diese schrecklichen Monster. Überall kriecht und raschelt etwas. Wenn das Leben eines Piraten ist, bleibe ich lieber in meinem Lagerhaus. Ich bring dich zurück in die Stadt. Alles klar, ich folge dir. Und er hat keine Ahnung von dem Losungswort. Oh Mann. Ich hab kein Fleisch zum Braten. Ach, Jafar, hallo. Gib mir alles, was du gesammelt hast. Jip, jip. Okay, das ist genau nichts. Meinetwegen. Komm mit, Rick. Nicht so langsam, keine Müdigkeit vortäuschen. Wegen dir bin ich in den Dschungel gelaufen. In der Hoffnung, einen Schatz abstauben zu können. Mann. Entschuldigung, Jafar, den habe ich selbst geplündert. Hehe. Da war gerade irgendwo noch ein Äffchen, oder? Habe ich mir das eingebildet? Ich habe es mir eingebildet. Kommt ihr beiden mal. Ich finde auch eine komische Truppe. Ich meine, so ein außenstehender Beobachter, das muss schon reichlich komisch wirken. Na kommt. Wie kriege ich dieses Losungswort? Ich will den Schatz haben, unbedingt. Guck mal, das ist er doch. Ja, da ist er, der Rick. Habe ich zurückgeholt. Sagst du jetzt auch was Tolles? Anscheinend nicht. Ich danke dir, Bill. Hätte nie gedacht, dass ich mal so froh bin, wieder in diesem Nest zu sein. Danke für deine Hilfe. Hier, ich hoffe, das brauche ich jetzt nicht mehr. Ja, das hoffe ich auch. Pass das nächste Mal besser auf dich auf. Worauf du einen lassen kannst. Jii. Wenn man es genau bedenkt, ist die Arbeit im Lager ja gar nicht so übel. Ja. Ich dachte echt jetzt, die Quest führt uns dahin, dass er irgendwie das Losungswort bekommen hat und dass wir jetzt da rankommen. Schade. Achso, Schmiede. Ich habe ja jetzt... Plan für den Plankenbrecher. Kann ich ja einfach mal machen. Da recht steht, was er uns bringt. Leider können wir es gerade nicht mit unserer Waffe vergleichen. Ich will es einfach mal machen, um zu sehen, wie Schmieden aussieht. Okay, fand ich in Teil 1 deutlich cooler. Das war einfach atmosphärischer. Plankenbrecher ist stärker, aber hat nur plus 5 Hiebwaffen. Eine sehr kopflastige Hiebwaffe, die fürchterliche Wunden reißen kann. Wie sieht sie aus? Was genau macht Hiebwaffen nochmal? Das verstärkt einfach Hiebwaffen, oder? Das sind Hiebwaffen erhöht den Schaden von Säbeln und Nahkampfangriffen von Musketen ohne Bajonett. Um wie viel? Um 5? Dann macht's keinen Unterschied. Naja, dann nehme ich jetzt einfach mal das Teil. Hallo, Wissen. Ich bin beschäftigt. Ihr seid alle so genervt in diesem Kaff. Ach, hätte ich doch auf meine Mutter gehört. Rick ist wieder in der Stadt. Oh gut, jetzt bin ich echt erleichtert. Hier, ich habe etwas Schmuck für dich. Hübsch. Kannst es ja verkaufen, wenn du willst. Ich bin jedenfalls froh, dass Rick wieder da ist. Oh, niedlich. Die Prostituierte, die sich um den kleinen Schiffsjungen sorgt. Ja doch, wir gehen jetzt mal kurz was verkaufen. Hallo. Zeig. So, jetzt kannst du meine Kapitänssäbel haben. Meine Pistolen. Perlenketten. Klingring kannst du einhaben. Funkelnden Goldring kannst du auch haben. Und ansonsten habe ich noch irgendwas. Ja, hier die ganzen Trophäen. Die kannst du auch haben. Da freust du dich, nicht? Die kannst du dir aufhängen, ist ja hübsch. Was? Wo habe ich denn so viel Gold noch her?
Ja, Plankenbrecher habe ich ja jetzt gebaut und so krass ist der nicht, darum kann ich es verkaufen. 18.000 Gold haben wir. Nicht schlecht, nicht schlecht. Komm, Jafar, wir gehen auf unser Schiff. Kann ich vielleicht die Crew von Slane übernehmen? Moment. Aber Slane ist ja jetzt, nicht. Morgen? Okay, nee, du willst nicht irgendwie in eine Crew aufgenommen werden. Später interessiert das keinen mehr. Hallo, Rick. Wenn man es genau bedenkt. Okay. Du sagst nichts Neues. Wer bist du? Du Schwein, hast meinen Captain getötet. Und damit nicht genug, jetzt willst du auch noch sein Schiff plündern. Ich bin noch nicht gut genug. Och Mann. Geh mir aus dem Weg, du Spinner. Das wirst du bereuen. Da stand leider kein Wert bei, den man braucht für diesen Einschüchterungsmove. Darum weiß ich nicht, wie viel zu schlecht ich bin. Ich bin auf jeden Fall zu schlecht. Komm, da kriegst du nochmal den Titanendolch, den Blutdolch reingeworfen. Jafar, du hast sein Schwert geplündert? Nerv mich nicht. Ey, wo gehst du hin? Nerv mich nicht. Nerv das? Entschuldigung. Ich bin ein Kind. Aber ich war doch schon mal auf dem Schiff. Ich hab damals nichts Tolles gesehen. Gibt's hier jetzt irgendwas? Dum-di-dum-dum-dum-dum. Oh, ja. Hier gibt's einen Pokal. Na gut, er war ja jetzt ja auch auf großer See, während ich, naja, ich halt mich mit Jafar und seinen kleinen Freunden rumgeschlagen habe. Also ich fand mein Schicksal da deutlich cooler, als einen Pokal und ein bisschen Wasser zu gewinnen. Aber hey, jedem das seine. Okay, ein Goldbrocken auch noch, ja. Ah, da ist ein Buch. Dann erfahren wir auch bestimmt was über einen legendären Gegenstand. Nein, ich kann es nicht lesen. Und da ist ein Schrumpfkopf. Hallo. Ich brauche jetzt erstmal ein Verdauungspäuschen. Mach das. Hast du dir verdient. Bist ein Jutta, Smutsche. Bist nicht sauer auf mich oder so, weil ich dein Captainblatt gemacht habe. Dir geht's nur darum zu kochen. Ich will nicht im Bett von Slane schlafen. Das ist mir zu doof. Da schlafen ja nur Doofe. Warum kann ich nicht gleich das ganze Schiff klauen? Das wäre doch viel cooler. Ich meine, das gehört jetzt ja keinem mehr. Und ich habe ihn ja besiegt, also... Überträgt sich das denn nicht irgendwie auf mich? Naja, sei es drum. Hallo. Dann gehen wir zu Patty und berichten. Hast du schon gehört? Was denn? Der neue Captain hat sein Schiff aus dem Hafen von Puerto Isabella geklaut. Was? Da wäre ich gern dabei gewesen. Der Kommandant muss ein ziemlich blödes Gesicht gemacht haben. Er schied ihm recht, dem arroganten Drecksack. Ah ja, nichts geht über eine hinterhältige, gemeine Kaperfahrt. Da sagst du was. Ja, ja. Und der eine sah aus wie Martinez. Irgendwie passend. Patty! Ich habe den Blutdolch. Hast du noch was zu berichten, Venturo? Wie machst du das? Ich meine, wie schaffst du es, dass dir die Leute folgen? Tun sie das? Na klar, ich auch. Das siehst du doch. Mir haben sie nie ein Kommando angeboten. Verstehe ich gar nicht. Du bist einer der besten Kämpfer, die ich kenne. Wäre ich nicht so ein guter Schütze, hätte man mich wahrscheinlich schon längst aus dem aktiven Dienst rausgeworfen. Das ist dir doch bisher auch egal gewesen, oder? Ich war immer sowas wie ein Einzelgänger. Mit dem Kopf durch die Wand und so, verstehst du? Unsinn. Hätte ich bei der Inquisition etwas zu sagen, würde ich dir ohne zu zögern eine ganze Kompanie anvertrauen. Meinst du wirklich? Freut mich, sowas von dir zu hören. Danke für dein Vertrauen. Keine Ursache. Es bleibt dir jetzt eigentlich nur noch Garcia und halt das Teil von Stahlbart, aber das hat er in Garcia Stadt drin versteckt. Das heißt, die beiden Sachen überschneiden sich. Dein kleiner Freund fängt an, uns Ärger an Bord zu machen. Jafar? Wieso? Was macht er denn?
Alle Nase lang verschwinden irgendwelche Dinge. Nichts Wildes. Ein bisschen Kram hier, ein paar Goldmünzen da. Er ist recht geschickt dabei, uns Stück für Stück die Taschen zu leeren. Zu wenig, um Alarm zu schlagen, aber zu viel, um es einfach zu ignorieren. Und du bist dir ganz sicher, dass es der kleine Gnom war, ja? Ach komm, sei doch mal ehrlich. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Hm. Ist gut. Ich rede mal mit ihm. Ja, tun wir. Ich werde Jafar auch, glaube ich, nicht mehr mitnehmen. Denn, naja, einsammeln kann ich die Sachen selbst und ist mir zu unsicher, ob er jetzt was mitgenommen hat oder nicht. Und darum werde ich, ja... Wir sollten uns wieder Venturo einfach wieder mitnehmen. Gib mir alles, was du gesammelt hast. Hast du noch irgendwas dabei? Nee. Reden wir mal über deinen Nebenverdienst hier an Bord. Bleso? War mir klar, dass du auf dem Ort taub bist, kleiner Langfinger. Tu dona blemo Jaffa, Missada. Spiel hier nicht den Beleidigten, ja? Du hast meine Crew bestohlen. Oder willst du das etwa abstreiten? Stehlen ist ein böses Wort. Jaffa ist nicht böse. Jaffa sammelt Dingi. Wenn du verbietest, einem Gnom Dinge zu sammeln, ist es so, als wenn du sagst, hör auf zu atmen. Gib mir, was du geklaut hast. Und lass es in Zukunft. Zumindest bei meiner Crew, okay? Kaka. Hier hast du. Jaffa wird nicht mehr sammeln an Bord. Versprochen. Gut. Alles geklärt, Patty. Achso, gut. Du willst es gar nicht hören. Bin ich mit Eldrick irgendwie vorangekommen? Ich glaube nicht. Was ist denn eigentlich? Nee, will ich gar nicht wissen, wie gut die Sachen verbessert sind. Das ist Garcia, das Losungswort habe ich noch nicht, die Sturminsel. Auf der Sturminsel ist der Lufttempel und Starbert Schatz. Ja, Garcia, das führt mich auch zu Garcia. Der Lufttempel. Da könnte ich eigentlich mal hinfahren, wollen wir das machen? So als nächstes? Was ist die hier? Maddie, ab geht's. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Ei, Captain. Geht das nicht lauter? Ich will zur Sturminsel. Dann gucken wir uns da mal das DLC an. Ich nehme an, die Insel gibt es nur durch den DLC, denn der DLC heißt ja auch irgendwie so. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, wie der DLC jetzt heißt, ob der jetzt Sturminsel oder wie auch immer heißt. Oder ich glaube, der heißt anders. Ich glaube, das mit dem Tempel, Tempel der Lüfte oder so heißt der. Nur, da sehe ich Versunkene. Und, gefällt's dir hier? Die Sturminsel. Wie lange werden wir hier vor Anker gehen? Das hängt davon ab, ob es auch die richtige Insel ist. Und ob wir den Lufttempel hier finden. Dann sprich mal mit unserem feinen Druiden und frag ihn. Ja, Patty, den magst du ja sehr gerne. Finde ich schön, dass ihr euch so schön vertragt. Beim nächsten Mal gucken wir uns die Sturminsel genauer an und starten damit wohl den DLC richtig. Also, naja, mehr oder weniger richtig. Wir haben ja schon ein bisschen mit den Quests angefangen, aber dann starten wir da so richtig durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war Risen 2 für heute. Macht's gut, euer Vogel. Tschüss.